Jetzt ist es endlich soweit. Es ist der 1. Dezember, der Adventskalender startet und wir wollen direkt loslegen. Worum soll es heute ganz konkret gehen? Wir haben uns für heute mal eine Aktie rausgesucht. Dazu haben wir uns die aktuellen Zahlen und auch Prognosen angeschaut. Die Aktie ist mit einer von denen, die am meisten bei uns angefragt wurde. Auf YouTube zum Beispiel und auch auf den anderen Plattformen. Es ist gleichzeitig unsere schlechteste Aktie und die meisten von euch werden jetzt schon wissen, worum es geht. Es geht natürlich um Medical Properties Trust, unseren verlorenen Sohn. Dazu aber gleich mehr. Ganz kurz Thema Gewinnspiel. Das erste Gewinnspiel wird tatsächlich noch diese Woche stattfinden, hängt aber an euch. Wenn wir es schaffen, dass das Video über 500 Aufrufe bekommt, dann gibt es diese Woche das kleine Gewinnspiel, das erste kleine Gewinnspiel und jetzt direkt zur Aktie. Wenn wir uns mal ganz kurz hier durchorientieren, sehen wir natürlich die Medical Properties ganz unten. Klicken wir uns das Ganze mal an, dann sehen wir, wir haben einen Tageskurs aktuell zum Ende vom 30. November von 12,59 €. Das heißt Intraday 2,88%. Ja, das war was, was wir jetzt generell gesehen haben, dass am Mittwoch die Aktien nochmal hochgelaufen sind. Year to date haben wir Verluste von 40% und merkt euch diese Zahl, denn die ist wirklich, wirklich wichtig. Wo haben wir angefangen? Beziehungsweise, wo waren die Höchstkurse? Bei ungefähr 21,14 €. Die Tiefstkurse, na, die müssten hier ungefähr, ja, bei ein bisschen über 10 € gewesen sein. Gut, was ist Medical Properties? Was machen sie? Sie besitzen Krankenhäuser und vermieten diese in verschiedenen Sektoren. Insgesamt gibt es ca. 44.000 Betten. Der Börsenwert sind um ein bisschen, ja, sagen wir mal 20 bis 25 Milliarden Dollar. Und sie operieren in 10 Ländern, primär in den USA, danach in England und danach kommen noch kleinere Länder mit niedrigen Gewichtungen, wie zum Beispiel Australien. Die Verträge, die Medical Properties hier an den Tag legt, sind langfristig. Das heißt, die laufen größtenteils noch über 10 Jahre. Und in diesen 10 Jahren kann Medical Properties Trust auch die Mieten erhöhen. Die sind gedeckelt und sie, ja, können nicht immer so ganz entspannt die Mieten erhöhen, wie es ihnen gerade in den Kram passt. Sie sind bei ungefähr 5% pro Jahr gedeckelt. Aber ganz ehrlich, 5 pro Jahr Mieterhöhung, 5% Mieterhöhungen pro Jahr ist schon ordentlich. Wir sehen jetzt hier, dass wir fast 40% verloren haben. Das liegt daran, dass die Investoren bzw. Investitionen nicht ganz ideal waren und aktuell wirklich eine extrem hohe Shortquote auf der Aktie liegt. Die liegt bei ungefähr 15%, bisschen unter 15% von allen ausstehenden Aktien. Das heißt, hier haben wir natürlich eine ordentliche Shortquote, die sich, wenn natürlich jetzt Medical Properties Trust gute Zahlen vorlegen kann, auch in Zukunft sehr schnell auflösen kann und dann hätte man natürlich schon mal 10 bis 15% schnelle Gewinne erzielt. Zu den Investoren oder Investitionen, die wir erwähnt hatten, gibt es zum Beispiel Stewart Health. Also wenn euch das Ganze interessiert, dann gebt das Ganze mal in Bezug auf Medical Properties ein und dann werdet ihr da auch fündig. Kommen wir zu den Zahlen. Die Zahlen sind eigentlich von 21 auf 22 sehr, sehr positiv gewesen. Die Prognosen waren gut, die Verschuldung hat sich reduziert. Und weil auch Medical Properties oder das Management von Medical Properties die Aktie als günstig empfindet, wird fast 1,5 Milliarden Dollar in Aktienrückkäufe investiert, die natürlich bei dem Börsenwert auch ordentlich ins Gewicht schlagen. Das heißt, allein dadurch wird es schon ein paar prozentuale Punkte nach oben gehen, natürlich, wenn wir die ganzen anderen Einflüsse da außen vor nehmen. Die aktuelle Bewertung ist unter dem Buchwert und jetzt kommen wir darauf, was auch die Analysten schätzen. Und hier sind sich meistens einig, der Median von den Schnitten oder der Durchschnitt, wir wissen es nicht genau, was es genau war. Auf jeden Fall sind wir hier bei 35 bis 45% Upside-Potenzial. Aber wir haben natürlich immer noch viele Risiken, also wir sind zwar da jetzt ein bisschen schnell drüber geflogen. Aber die Risiken, die hier natürlich mit den großen Investitionen verbunden sind, die sind momentan noch nicht wirklich abschätzbar. Es kann auch sein, dass Medical Properties viel Kapital aufwenden muss, um da entsprechend sich vor Schlimmeren zu schützen. Solange das Ganze nicht endgültig geklärt ist, würden wir hier keine Kaufempfehlung abgeben. Aber, wieder ein Aber, die Bonität ist hier wirklich in Ordnung. Wir haben momentan eine Dividendenrendite von ca. 10% pro Jahr.
die natürlich sehr, sehr ordentlich ist. Hier ist aber die Dividendensteigerungsprognose eher gering im Vergleich zu anderen Werten in und außerhalb von der Branche. Das heißt, für Mutige, die können die Position halten oder auch nachkaufen. Wenn ihr hier noch nicht investiert seid und jetzt extrem Lust bekommen habt, dann würden wir euch auf jeden Fall an die Hand legen. Macht eure eigene Analyse, vertraut nie auf irgendeinen komischen Typ oder in dem Fall jetzt hier zwei Typen, die auf YouTube euch was über Medical Properties was erzählen. Immer die eigene Research machen. Wir gucken uns jetzt nochmal hier unten die anderen Punkte an. Ja, hier sieht man natürlich nochmal unsere aktuelle Performance. Wir haben fast 5000 Aktien im Depot, Kaufpreis 100.000 Euro, jetzt nur noch 60.500 Euro wert, das heißt Performance von minus 40%. Die Kennzahlen, ja, wir hatten es schon gesagt, da haben wir ja die Zahlen von heute, lagen zwischen 12,25 € ganz grob und 12,50 €. Ansonsten sehen wir hier noch die Anzahl von Aktien. Hier unten das Analystenrating deckt sich mit dem, was wir prognostiziert haben, das heißt kaufen oder halten. Dennoch, es gibt hier auch die Risiken, die darf man nicht vergessen. Die Dividenden, ganz klassisch quartalsweise. Und hier sehen wir einen leichten Aufwärtstrend, wenn man durchaus sagen muss, dass 2007, 2008 immer noch mehr bezahlt wurde oder ungefähr gleich gezahlt wurde wie aktuell. Genau. Also, so viel zu Medical Properties Trust. Wir gucken uns hier natürlich nochmal ganz fix den Chart an auf Max, wenn er das denn möchte. Anscheinend möchte er das aber gerade nicht. Dennoch, gibt uns mal gerne ein Feedback, wie ihr die Aufnahmequalität das hier fandet, weil wir sind jetzt momentan selber auf Reise und machen das Ganze jetzt tatsächlich auf dem iPad. Wir haben jetzt ein, zwei Tests gemacht und finden hier eigentlich die Mikrofonqualität und auch die Bildqualität total in Ordnung. Und es ist halt einfach viel einfacher auf Reisen, gerade wenn man jetzt wirklich täglich die Updates für einzelnen Positionen oder zu generellen Themen machen, ja, einfach das iPad dabei zu haben. Gut, denkt dran, teilt das Video, teilt den Adventskalender mit euren Freunden auf Social Media, TikTok, YouTube, Instagram und Co. Wirklich, wir würden uns sehr darüber freuen und denkt dran, wenn das Video entsprechend die Aufrufzahlen kriegt, geben wir super gern was zurück. Die Aufrufzahlen hätten wir natürlich gern bis zum Wochenende, weil da soll es ja schon um das Gewinnspiel gehen. Deswegen haltet euch ran, schreibt in die Kommentare, wenn ihr was vermisst habt und ansonsten sehen wir uns, ja, beim nächsten Video.